Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 2 Box von OK Kid. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 2 von OK Kid. Also wir sehen hier eine Hand, die mehr oder weniger Peace zeigt. Und der eine Finger hier durchtrennt oder abgeschnitten wurde. Hat was, also gefällt mir richtig gut, auch wenn es etwas komisch ist. Aber es ist so etwas, wo man einfach zweimal hinsieht und einfach hängen bleibt. Also es ist einfach gelungen und so ein richtiger Eyecatcher. Also finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Die Box in so einem blau-grün Ton gehalten. Auf den Seiten komplett blank, auf der Rückseite ebenfalls, bis auf die Credits und den Barcode. Und was mir gut gefällt, es ist keine reguläre Klappbox, sondern wir können den Deckel abnehmen. Der Deckel ist somit separat zu nehmen. Und dann haben wir eine Bauchtasche, das Album im Digipack, das OK Kid Fotobuch, ein Sticker und was ist das? Ein Holzrahmen, eine kleine Holztafel. Sehr ungewöhnlicher Boxinhalt, also speziell das letzte. Okay, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. OK Kid, auch hier wieder die Hand, 2. Auf der Rückseite lesen wir 12 Tracks und wir haben Features von Megalo und Frank Spilka oder Frank Spilka, sagt mir ehrlich zu sein nix, Megalo natürlich schon. Meine Favoriten auf dem Album sind Blüte dieser Zeit, und es ist wieder Februar. Wie gesagt, wir haben hier ein Digipack. Schauen wir mal kurz, hier müsste sich das Booklet befinden. Jawohl. Auch wieder das Cover, diese Hand. Okay, und hier haben wir die einzelnen Tracks, die Texte abgedruckt. Sehr schön. Also hier kann man alle Texte mitlesen, mitrappen, zu jedem einzelnen Song. Alles in so einem blau-grün bzw. türkis-weiß gehalten von der Optik. U-Bahn-Station, Café Warm 3, Euphoria, allerdings mit F. Nicht mit PH wie bei Alias. Erinnert. Dann haben wir hier die Danksagung und die Credits. Alles klar. Also keine Aufnahmen, keine sonstigen Sachen im Album, Booklet, sondern wirklich nur die Texte und die Infos, die Credits zu den einzelnen Tracks. Dann haben wir hier einen Pfeil. Was steht hier? Album. Okay, das heißt, hier werden wir wohl das Album. Okay, es geht auf beiden Seiten. Also man kann es sowohl hier als auch hier rausholen. Wir halten uns jetzt mal an dem Pfeil, wenn es denn möchte. Oh, geht etwas schwer. So sieht die CD aus. Auch wieder diese Hand. 2. Das schwer hinein und hinaus. Und dann haben wir hier noch eine zweite CD, nämlich OK Kid 2 Instrumentals und einmal Kid OK Soundsystem EP. Also, wir haben hier noch 2 weitere Tonträger im Digipack. Einmal die Instrumentals zum Album. So sieht das Ganze aus. Instrumentals.
diese relativ schwer rauszuholen. Aber dafür geht's rein, okay. Und dann haben wir noch Kid OK's Sound System EP. Ups, jetzt ist uns die CD hier durchgerutscht. Schlecht. Ups. So, aber jetzt. Kid OK Sound System EP. Würde mich jetzt nur interessieren, ob wir hier eine Tracklist haben. Ah ja, klar. Hier haben wir die Tracklist. Wir haben hier 7 Tracks auf der CD2. Und von dieser CD2, muss ich ehrlich sagen, ist mein Favorit. Wo haben wir es hier? Niemand. Ich glaube, Niemand ist, weiß nicht, ob das vom vorigen Album noch ist, aber das ist auf jeden Fall ein sehr gelungenes Lied. Ob das jetzt die Originalversion ist oder der Remix, aber ich glaube, es ist die Originalversion. Niemand gefällt mir richtig gut. Ansonsten die Remix-Version jetzt nicht ganz so mein Fall. So. Ist natürlich etwas komisch gelöst, weil, wie gesagt, wir haben hier die einzelnen Segmente und die sind alle auf beide Seiten offen. Das heißt, deswegen ist es mir gerade passiert, dass hier die Bonus-EP zu den Instrumentals durchgerutscht ist. Hätte man vielleicht auf der einen Seite schließen können, aber egal. Das ist Meckern auf hohem Niveau. Also, Digipack mit 3 CDs, dem Album, den Instrumentals und dieser Bonus-EP. Dann haben wir den Sticker in Kreisform. Das neue Album 2 ab 8.4. Okay, Kid. Dann haben wir das Fotobuch. Ich werde jetzt nicht alles zeigen, aber einfach mal kurz reinblättern. Also man sieht hier einfach Eindrücke aus dem Leben von Okay Kid und Beschreibungen, woher das Foto stammt, wann dieses aufgenommen wurde. Hier sehen wir nochmal die drei Herren nebeneinander sitzen. Dann haben wir diesen, ja, was ist das? Diesen Holzaufsteller, diesen, ich glaube Holzposter wurde das Ganze genannt. Holzposter, okay. Holzposter. Auch wieder die Hand, Okay Kid 2, Rückseite blank. Habe ich in der Form auch noch nie gesehen. Also ich kann mich nicht erinnern, so eine Holztafel schon jemals in einer Deluxe-Box gehabt zu haben. Auf jeden Fall Premiere für mich. Und als letzten Bestandteil haben wir noch diese Umhänge, diese Bauchtasche. Und die fühlt sich so an, als wäre da entweder ein Karton drinnen zum Verstärken oder noch ein Inhalt. Okay. Wir haben hier noch eine Postkarte, Hectic Streetwear. Und hier eine Wolke, die hier ausläuft, in Schwarz und Türkis. Also eine Postkarte, Hectic Streetwear. Von dieser Marke dürfte wohl die Tasche sein. Hectic Streetwear. Schauen wir mal, was haben wir hier? Made in Europe. 100% Cotton. Also die Shell ist 100% Cotton und Lining 100% Polyester. Und hier noch die Waschhinweise. Also, diese Bauchtasche, jetzt haben wir hier leider ein paar Holzreste von dieser Tafel, in dunkelblau gehalten. Hier vorne wieder das Logo, ohne Schrift, ohne irgendetwas, einfach nur die Hand. Und auf der Rückseite haben wir noch einen mehr oder weniger versteckten Reißverschluss mit einem kleinen Fach, also hier kann man auch noch Sachen verstauen. Hier vorne eben das größere Fach und das Ganze hier mit so einem Umhängegurt, hier mit einer Schnalle und das Ganze natürlich größenverstellbar, also man kann sich das entweder um den Bauch hängen oder um die Schulter. Gefällt mir so von der Farbe echt gut. Ich finde nur das etwas unglücklich, so mit diesem weißen Aufnäher hier, weiß und türkis, passt in meinen Augen nicht wirklich zu der dunkelblauen Optik und ja, spießt sich ein bisschen. Okay, wir fassen noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Umhänge bzw. Bauchtasche, einmal diese Postkarte von Hectic Streetwear, die Okay Kid Holztafel, das Holzposter, das Fotobuch, der Sticker in Kreisform
und das Album im Digipack inklusive Album-CD, Instrumentals-CD und Bonus-EP. Das alles in dieser wunderbaren Box von OK Kid. Wenn ihr die Musik feiert, wenn ihr OK Kid unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.